Einen herzlichen Willkommensgruß aus Freiburg, aus dem Süden von Deutschland, an alle da draußen, die heute zu dem Thema, sehr wichtigen Thema, wie ich denke, Sonnenschutz durch Mikronährstoffe, das heißt, wie wir durch bestimmte Vitamine, Pflanzen und Mineralstoffe den Schutz von Sonnencremes und Co. unterstützen können. Ich hoffe, sind jetzt alle schon da eingeschaltet und Sie können mich alle gut hören. Vielleicht kann mir jemand kurz im Chat schreiben, ja, er hört mich. Dann würde ich nämlich jetzt hiermit einfach mal starten. In der Hoffnung, dass das auch hier geht. Nee, das nicht. Einen Moment, jetzt ist der Cursor bei mir zu einem Pointer wieder mal geworden, deswegen geht es nicht. So, jetzt. Gut, ich glaube, soweit geht es. Ja, wenn wir uns heute mal das Thema Sonnenschutz anschauen, müssen wir natürlich auch über ultraviolette Strahlung sprechen. Darunter versteht man nichts anderes als eine elektromagnetische Schwingung in einem Nanobereich zwischen 100 und 400 Nanometer. Und wie Sie wahrscheinlich schon aus verschiedenen Sonnencremes, aber auch von Sonnenbrillen beschrieben, kennengelernt haben mit Sicherheit, gibt es verschiedene Wellenbereiche, die für unsere Gesundheit ausschlaggebend sind oder eben auch entsprechend unsere Gesundheit schädigen können. Dazu aber gleich mehr. Das heißt, wir unterscheiden hier zwischen dem UVA, welches zu 95% eigentlich auf unsere Erde runterstrahlt, insbesondere täglich, und der UVB-Strahlung, die eigentlich weniger als 5% ausmacht und die primär eigentlich jetzt in unseren Breitengraden ab Mitte März bis Mitte September, Ende September ungefähr am wichtigsten auch für uns bezüglich der Vitamin-D3-Bildung ist. Und dann gibt es auch noch die ultraviolette C-Strahlung, die noch weit unter 1% liegt. Und das sind so die wichtigsten Wellenlängenbereiche, die wir uns anschauen. Ganz wichtig für uns ist, dass wir eigentlich kein wirkliches Organ besitzen, um tatsächlich UV-Licht wahrzunehmen. Und wir kennen das alle. Ehe es uns versieht und wir in der Sonne waren, sind wir auch schon rot, womöglich sogar schon verbrannt und dann ist es leider wurde schon zu spät. Das heißt, der UV-Index, der ultraviolette Index, ist eigentlich ein Maß für den Sonnenbrand bzw. den Sonnenbrand erregende Intensität von ultraviolettem Licht. Also, wie viel Sonne braucht denn tatsächlich ein Mensch? Das müssen wir uns erstmal im Vorfeld anschauen. Das hängt natürlich vom Hauttyp ab. Das heißt, je dunkler die Pigmentierung ist, desto mehr Sonne können wir zwar ertragen, ohne überhaupt einen Schaden davon zu tragen, aber desto mehr Sonne benötigen wir auch, um Vitamin D3 tatsächlich auch synthetisieren zu können. Dann hängt es davon ab, auch welche Farbe unser Auge hat und auch welche Farbe unser Haar hat. Das gehört alles mit zu diesem sogenannten Hauttyp, den man übrigens auf der BSF-Seite, also praktisch Bundesamt für Strahlenschutz-Seite, dort wunderbar nachlesen kann, kann ich nur empfehlen. Da können Sie sich selber mal einstufen, zu welchem Hauttyp Sie denn gehören. Dann gehört natürlich auch die unbedeckte Hautfläche dazu. Es wird also nicht ausreichen zur Vitamin-D-Synthese, unter anderem, wenn man das Gesicht in die Sonne setzt, sondern man bräuchte da schon tatsächlich den Oberkörper ganz frei. Dann ist es wichtig, zu welcher Tageszeit und welcher Jahreszeit wir uns befinden. Und hier ist es wiederum, wie ich schon gerade sagte, wichtig, wo wir uns gerade in welchem Breitengrad und geografische Lage wir befinden, weil das sagt uns danach aus, wie stark der Sonneneinfallswinkel ist, den wir benötigen, um Vitamin D zu synthetisieren. Dann ist es wichtig auch, in welcher Höhenlage wir uns befinden. Und wir wissen, je höher wir nach oben wandern, Richtung Anden oder Gletscher, desto höher ist die UVB-Strahlung. Wir werden auch gleich lernen, warum das so wichtig ist, sich gerade da zu schützen. Dann ist es wichtig, welche Ozonschicht über uns im Moment gerade herrscht. Muss ich eigentlich nur Australien nennen, wo man wirklich innerhalb von kürzester Zeit sich verbrennt, wenn man sich nicht wirklich mit Kleidung und Hut und Sonnenbrille eindeckt. Das ist mir selber passiert und das auch schon vor 20 Jahren. Also jetzt ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Und natürlich auch Luftverschmutzung, weil wenn die Luftverschmutzung sehr, sehr schwach ist, dann kommt natürlich die Sonne auch intensiver zu uns auf die Erde.
Natürlich auch die genetische Ausstattung, wie gut wir mit Sonne umgehen können. Also das heißt auch, wie gut unser antioxidativer Schutz ist. Und dazu gehören eben auch Enzyme, endogene Antioxidantien und Protein, die wichtig sind, um bestimmte DNA-Mutationen, die vielleicht durch Sonne entstehen können, schneller in den Griff zu kriegen. Dann hängt es davon ab, auch wie hoch unsere Bevölkerungsdichte ist, in der ich mich jetzt gerade befinde. Das finde ich sehr spannend, denn je dichter die Bevölkerung ist, desto weniger UVB-Strahlung wird tatsächlich auch auf uns kommen. Ja? Also wo ich mich jetzt gerade befinde, ist auch wiederum ganz interessant, was jetzt die UVB-Strahlenausfilterung anbelangt. Natürlich ist das Allerwichtigste, und darum geht es heute, Versorgung mit Mikronährstoffen, Versorgung mit sekundären Pflanzenstoffen, aber auch mit Mineralstoffen, wie zum Beispiel Magnesium, Vitamin K, Kupfer etc. pp. Dann, ob wir auch irgendwelche chronischen Erkrankungen schon mit uns tragen, die zum Beispiel eine Synthese von Vitamin D verhindern oder verringern. Da gehören zum Beispiel die chronischen Leber- und Nierenerkrankungen dazu. Oder aber, ob ich aufgrund meiner Erkrankungen auch Medikamente zu mir nehmen muss, die zum Beispiel eine Vitamin-D-Synthese bremsen. Hier sage ich nur Cortison, Cortisontherapie, Rheumatika und so weiter. Es ist auch wichtig, wie viel Körperfett ich tatsächlich habe. Weil je mehr Körperfett ich habe, desto mehr Vitamin D habe ich oder brauche ich. Und natürlich auch, welche Sonnenschutzmittel verwende ich. Denn ich weiß, dass bei einem Sonnenschutzfaktor von 20, einem Lichtschutzfaktor, LSF steht da normalerweise drauf, da wird schon fast 100% der Vitamin D-Bildung in der Haut verhindert. Warum reite ich hier so sehr auf dem Vitamin D rum? Da werde ich nachher noch drauf eingehen. Vitamin D ist nämlich auch unter anderem sehr wichtig, um die Haut vor Hautkrebs, ob das jetzt der weiße Hautkrebs oder der schwarze Hautkrebs ist, zu schützen. Dafür müssen wir uns entsprechend auch überlegen, okay, wie viel Sonne brauche ich als Individuum und wie ist meine Ausstattung? Also dunkler Typ, heller Typ, schwedischer Typ, südländischer Typ und so weiter. Denn der Hauttyp ist wirklich ein Maß für die ultraviolette Empfindlichkeit. Und entsprechend wollte ich hier noch mal kurz darauf hinweisen, auf diesen Fragebogen auf der Seite von der Bundesanstalt für Strahlenschutz. Wenn wir uns hier noch mal betrachten, wo eigentlich die Strahlung hauptsächlich herkommt, dann sehen wir hier ganz oben auf dem linken Bild, versuche ich gerade mal diesen Pointer hier drüber zu kriegen, weil er leider nicht gut geht, ah ja, hier, haben wir diese kurzwelligen von 100 bis 200 Nanogramm, aber hier vor allen Dingen das wichtige UVB, wichtig insofern als UVB eben die Strahlung ist, die wir überhaupt benötigen, um Vitamin D zu synthetisieren. Und hier die wichtige UVA-Strahlung, wichtig dahingehend, weil sie eben auch die Schädigung bis nach unten in die tiefste Hautschicht verursachen kann. Was ich aber gleich noch kurz eingehen werde. Und jetzt ist hier noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch nicht genannt hatte. Es ist natürlich auch wichtig, welchen Untergrund wir haben, ob dieser zum Beispiel die Strahlung, die bereits auf die Erde gekommen ist, wieder zurückstrahlt und mich dabei sozusagen doppelt schädigen könnte. Nämlich heller Sand zum Beispiel reflektiert bis zu einem Viertel schon die UV-Strahlung. Insbesondere, wenn ich mich im Wasser befinde, ja, da sollte man tatsächlich grundsätzlich immer, sage ich wirklich jetzt, Klamotten anziehen, die einen UV-Schutz tragen. Ich bin kein Freund von UV-Cremen, also von Sonnencremen, nicht zuletzt, weil zu 95% aller UV-Cremen eigentlich eine sehr schädigende Substanz beinhalten, die sowohl für die ganzen Korallen da draußen schädigend sind, als auch für uns selber. Und da möchte ich aber darauf hinweisen, dass hier auch immer noch 40% der UV-Strahlung im Wasser tatsächlich in unseren Körper dringen können. Auch hier ist noch ein wichtiger Punkt zu nennen, wenn die UV-Strahlung durch dünne Wolkendecken kommt. Du bist jetzt bei uns heute Abend gerade, wir haben dicke Wolken, mehr oder weniger dicke Wolken, dann kommt immer noch natürlich genügend im Sommer UV-Strahlung hindurch
Und es gibt hier sogar Streustrahlung, die sogar auch nochmal schädigend, zusätzlich schädigend wirken kann. Und das kennen Sie vielleicht, wenn Sie bei so einer Bewölkung Sie das Gefühl haben, boah, Sie können die Augen nicht aufhalten, es ist so ein gneißendes Licht. Das ist mehr oder weniger eine Streustrahlung, die dann eben auch unter anderem das Augenlicht schädigen kann. So, jetzt muss ich da wieder zurück, genau. Wenn wir das hier nochmal uns betrachten, was jetzt unsere Hautschichten anbelangt, unsere fünf verschiedenen Hautschichten, so ist es sehr wichtig zu verstehen, dass die Hautschicht, die am tiefsten liegt, durch die UVA-Strahlung geschädigt wird. Wir sind der hier 30 bis 50 Mal stärker ausgesetzt, und zwar tagtäglich und auch ganzjährig. Und hier entstehen eben auch schon Hautalterungen, als sogenannte Photo-Aging-Effekt. Hier entstehen aber auch die Hyperpigmentierungen und Sonnenflecke, ja, und im Endeffekt auch die Sonnenallergien, und das Immunsystem wird geschwächt, weil es gibt immer eine Inflammation durch zu viel Sonneneinstrahlung. So, und wenn wir jetzt hier mal die UVB-Strahlung anschauen, dann sehen wir hier, dass die UVB-Strahlung eben nicht sehr tief geht, aber sie macht den Sonnenbrand. Ja, und das ist eben wichtig zu verstehen, dass das ganz ratzfatz gehen kann, nämlich innerhalb von Minuten. Da komme ich gleich noch drauf. Ist auch ein wichtiger anderer Punkt, ist aber auch der, dass wir uns nicht nur, was die Haut anbelangt, schützen, sondern dass wir auf jeden Fall auch unsere Haut, unsere Netzhaut schützen im Auge. Denn wie Sie sehen, diese Faser will wieder mal nicht. Einen Moment bitte. Naja, also dann machen wir das jetzt mal ohne. Jedenfalls sehen Sie, dass die UVA-Strahlung tatsächlich mit bis zu 2% bis auf die Netzhaut durchdringen kann. So. Und insbesondere hier, wo sich der gelbe Fleck befindet, also der Ort des schärfsten Sehens, da auch Schaden zufügen kann. Interessanterweise besteht dieser gelbe Fleck ja auch aus dem Beta-Carotin, Zeaxanthin und Lutein. Das komme ich später auch noch zu sprechen. Und entsprechend können Sie sich hier auch gut schützen, was das anbelangt. Denn langfristige UV-Bestrahlung schädigt nämlich das Auge insofern, als dass es die Linse eintrüben kann und es dann zu einem grauen Star führen kann oder auch zu einem Katarakt oder sogar zu einer Makuladegeneration. Beide, UVA und UVB-Strahlung, verursachen Sonnenbrand. Das ist ganz wichtig. Wir haben gesagt, UVA scheint das ganze Jahr hindurch. UVB in unserem breiten Grad, sage ich jetzt mal Deutschland, Österreich, hauptsächlich im Frühjahr bis zum Spätherbst, beziehungsweise Spätsommer, Spätherbst, ja. Mehr oder weniger. Aber was ganz wichtig ist, Sie können auch einen Sonnenbrand bekommen, wenn Sie hinter einer Glasscheibe, die nicht irgendeine Sonnenschutzfolie unten drunter hat, einen Sonnenbrand bekommen, insbesondere wenn man jetzt lange Autofahrten Richtung Süden vorhat, ja, das sollte man wirklich berücksichtigen. Und die UVB-Strahlung, wie ich gerade sagte, B für Brand, kann innerhalb von Minuten schon die oberste Hautschicht zerstören. Und das kann natürlich je nach Hauttyp dann wieder ganz krasse Folgen haben, wie zum Beispiel Melanomausbildung, auf die ich nachher noch kurz zu sprechen komme. Aber auch typische Sonnenallergien, die ich auch noch zu sprechen komme, oder auch jetzt schon das Immunsystem eigentlich hemmt, weil, wie Sie ja wissen, das Immunsystem sitzt nicht nur im Darm, sondern eben auch auf der Haut, unter der Haut. Und Sie kennen das sicher, die stärkste UVB-Strahlung, habe ich ja vorhin schon erwähnt, ist zwischen 11 und 15 Uhr. Das ist aber auch die wichtigste Zeit tatsächlich, um Vitamin D synthetisieren zu können. Das heißt, jetzt im Umkehrschluss, bleiben Sie bitte nur ganz kurz, je nach Ihrem Hauttyp, zwischen wenigen Minuten und vielleicht bis maximal 10 bis 15 Minuten in dieser Zeit zur Vitamin-D-Synthese draußen, am besten mit freiem Oberkörper oder Ganzkörper, können Sie auch machen, und gehen dann aus der Sonne wirklich raus. Beziehungsweise bedecken Sie sich mit Kleidung, mit Hut, mit Sonnenbrille. Denn wie Sie sehen, es kann bis zu 2 Wochen dauern, bis man so einen Sonnenbrand dann endlich mal wieder überwunden hat. Hier nochmal zusammengefügt, B für Brand.
Und hier ist auch nochmal wichtig, dass es unter anderem nicht nur zum Sonnenbrand führen kann, sondern auch zur Bindehautentzündung und Hornhautentzündung. Und das finde ich ganz wichtig, weil es ist heutzutage tatsächlich so, dass wir auch durch die schlechte Augenbefeuchtung, weil viele von uns am Arbeitsplatz sitzen und die ganze Zeit nur in den Bildschirm schauen, sowieso schon weniger blinken und entsprechend die Sauerstoffzufuhr des Auges auch nicht mehr so besonders ist. Und da eben noch zusätzlich die Sonne dazukommend eine Hornhautentzündung verstärken kann. Ein wichtiger Punkt hier auch ist, man kann die Haut im Anführungszeichen darauf ausrichten, dass sie eine sogenannte Verdickung der Hornzellschicht bildet. Und das geht innerhalb von Wochen, nämlich durch regelmäßiges Langzeitbräunen, das heißt durch Neubildung von Melanin. Und je nach Lichtschwelle, so nennt man diese Verdickung der Hornzellschicht, können Sie dann auch entsprechend etwas länger in der Sonne bleiben. Aber ganz wichtig ist, jeder Sonnenbrand kann das Erbgut schädigen und krebsauslösend sein. Und noch etwas ist wichtig, die Sonnencremes, die heute verkauft werden, haben ja immer diesen LS, also Lichtschutzfaktorangabe. Und die bezieht sich aber immer nur ausschließlich auf den UVB-Schutz, aber nicht auf den UVA- oder UVC-Schutz. Deswegen hat die WHO Empfehlungen zum Schutz vor UV-Strahlung rausgebracht. Die ist eben nichts anderes als ein sogenannter UV-Index. Den kennen Sie mit Sicherheit auf den Brillen, die man heute kauft. Und hier möchte ich einen kleinen Punkt ansetzen bei dem UVE-Index von 2 bis 3. Das heißt, Sie haben hier keine bis geringe Gefährdung und haben hier noch keine Schutzmaßnahmen erfordernd durchzuführen. Diese UV-2 bis 3-Index können Sie selber erreichen über, sage ich hier schon mal im Vorfeld, Zufuhr von Mikronährstoffen, hauptsächlich Antioxidantien in Form von mediterraner Ernährung, ja, somit ganz viel Gemüse, vor allen Dingen dunkles Gemüse und Obst, aber natürlich auch viele andere Dinge. Und was hier ganz wichtig ist, bei einem UVI-Index von 11 plus sind wir eigentlich am Äquator angelangt oder bei der Sonnenbank. Denn ein UVI-Index oder ein UV-Index von 12 entspricht nämlich einer Bestrahlungsstärke, wie sie am Äquator um 12 Uhr mittags zu finden und zu messen ist. Das heißt, die künstliche Sonne ist so stark wie die Äquatorsonne. Und wer schon am Äquator war, der weiß, dass er wirklich ratzfatz verbrennen kann. Das ist mir selber damals auch passiert. Ich bin da sehr viel gereist. Ich muss sagen, ich habe auch ziemlich viele Sonnenbrände erlebt in meinem Leben. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, hier ganz besonders darauf Wert zu legen, was man selber tun kann, damit es niemals zum Sonnenbrand kommt. Sie sehen hier in Mallorca unten, haben Sie bereits Januar, Februar, März schon den Status an UV, den Sie noch gerade so eben ohne Schutz erleben können. Und viele von uns fahren ja nach Mallorca, um dort ihre Radsaison einzuläuten. Und wenn es dann aber schon in April geht, dann switcht der UV-Index schon auf 6. Und das ist entsprechend dann schon mit einem gewissen Schutz zu versehen, wenn man dann sich dort aufhält. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, weil tatsächlich die Solarien nach wie vor in Deutschland und ich glaube auch in Österreich erlaubt sind. Diese Solarien sind tatsächlich so schädigend, sie verursachen nur rein in Europa 5% der Melanomneuerkrankungen. Bei Frauen ist es fast 7% höher als bei Männern, die man mit 4% Melanomerkrankungen zu Buche schlagen. Und insbesondere bei unter 35-Jährigen ist das Melanomrisiko 60% höher, wenn Sie ein Solarium regelmäßig benutzen. Das heißt, die Deutsche Krebshilfe fordert hier tatsächlich ein Verbot von Solarien. Aber de facto ist es bei uns noch nicht so. Bräune ist bereits ein Notruf der Haut. Sie verlängert zwar den Eigenschutz der Haut um maximal 40 Faktor 40, je nachdem, ob man jetzt dunkelhäutig oder hellhäutig ist. Aber kaum jeder kann diesen Faktor erreichen. Aus den benannten Gründen, die ich ganz zu Beginn schon nannte, nämlich wie viel Sonne braucht der Mensch.
Und grundsätzlich muss man sich klar machen, wenn ich braun bin, heißt das nicht, dass ich vollständig gegen die UV-Strahlung geschützt bin. Weder gegen die UVA noch gegen die UVB-Strahlung. Denn auch ein dunkler Mensch kann sich verbrennen. Auch Afroamerikaner zum Beispiel, die eine dunkle Hautfarbe haben, können sich verbrennen und müssen sich schützen. Und entsprechend muss man auch tatsächlich hier darauf achten, dass man sich schützt durch Kleidung, denn im Endeffekt braucht man auch hier eine Kleidung gegen die Sonne, damit hier keine Krebsschäden anschließend oder auch Hautalterungsschäden vonstatten gehen. Hier ist nochmal dieser Hinweis, dass diese Lichtspiele, von der ich sprach, dass sich die Hornhaut quasi um das 3- bis 5-fache verdickt, diese braucht 3 bis 7 Wochen, diese Lichtschwiele, die sich der Körper dann selber aneignet. Und diese Verdickung hält 1 bis 2 Monate nach Beendigung der UV-Strahlung. Das heißt, wenn jemand regelmäßig in die Sonne geht, dann wird er immer so eine Art Lichtschwiele haben. Hier wollte ich Ihnen mal eine ganz interessante ultraviolette Fotografie von Philipp Kinzel zeigen. Das sind alles Menschen, die, wenn sie jetzt nicht unter dem ultravioletten Licht aufgenommen werden, fotografisch, eine völlig normale Haut zeigen. Und Sie sehen, es sind junge Leute. Ich habe hier einfach mal die 3 wichtigsten Punkte rausgenommen, nämlich das Gesicht, insbesondere das Ohr und die Nase. Und Sie erkennen hier, wie bereits selbst in jungen Jahren sich eine Hyperpigmentierung quasi als Schutz des Körpers gegen zu viel UV-Strahlung ausbildet. Was passiert tatsächlich bei einer UV-Einstrahlung? Sie sehen hier, diesen Cursor darüber zu bringen. So. Sie sehen hier die Strahlung, die sogenannte Radical Oxygen Species, also freie Radikale produziert, die in der Zellmembran, die eine Doppellipid, also Doppelfettschicht bedeutet, die Zellmembran im Grunde stört, regelrecht zerstören kann. Darauf entsteht ein sogenannter oxidativer Stress, das heißt, es entstehen noch mehr freie Radikale. Und normalerweise werden diese freien Radikale im Körper durch eigenständige Antioxidantien, beziehungsweise, das teilt man dann auch auf, das sind dann sogenannte Enzyme, wie zum Beispiel die Superoxiddismutase oder die Katalase oder auch die wichtige Glutathionperoxidase, werden diese freien Radikale normalerweise abgefangen und unschädlich gemacht. Und sogar noch mit einer zweiten Abwehr im Körper, und jetzt kommen hier die wichtigen Vitamine C und E zum Beispiel ins Spiel oder das wichtige Coenzym Q10, in der aktivierten Form nennt sich das auch Ubiquinol, sowie Beta-Carotine, Lycopene, wie zum Beispiel aus der Tomate stammen und andere Stoffe. Also diese Kombination aus sowohl Enzymen als auch aus Antioxidantien schützen den Körper vor oxidativem Stress durch UV-Strahlung. Ja, da werden auch früher bestimmte de novo Enzyme dann, sagt man, exprimiert und die wiederum können die Zelle schützen. Dass sie sich quasi adaptieren lernt. Wenn das nicht der Fall ist und zu viel oxidativer Stress entsteht, der natürlich auch die Zellmembran beinhaltet, dieser oxidative Stress, dann macht die Zelle einfach selbst einen Zelltod, eine sogenannte Apoptose, und versucht sich damit eben zu schützen vor zu viel starken oxidativen Stress. Ich gehe jetzt nicht auf die Mitochondriopathien ein, die aber hier natürlich auch unterschwellig wirken können. Und was können wir also tun? Das finde ich eine sehr interessante Übersichtszeit von 2018. Wir haben hier einmal das Coenzym Q10 bzw. Analoga, die es gibt, die eben wirken gegen UVA und UVB induzierte Zellschädigung, sowohl in vitro als auch in vivo überprüft worden. Und natürlich hier das Coenzym Q10 insbesondere als oxidativer Stress Helfer, ja, dass also diese Radikale abgefangen werden. Natürliche Antioxidantien sind solche, die Sie sicher schon gehört haben. Das sind die Polyphenole, das sind die Flavonoide, die Carotine, Carotinoide,
und natürlich verschiedenste Vitamine. Die sind mal Quercetin, Resveratrol, Beta-Carotene, Lipopen, Lutein, Vitamin C, Vitamin E überprüft worden. Und wie Sie sehen, gibt es hier unterschiedlichste Auswirkungen über die Inhibierung, also die Hemmung von Inflammation, also Entzündung durch UV induziert, aber auch natürlich insbesondere hier die menschliche Haut im Grunde gegen UV-Strahlung geschützt wird durch bestimmte Lycopene. Das sind alles Carotinoide hier, diese Pflanze, diesen großen Segment Carotinoide. Ja, und ich finde es ganz wichtig, weil hier können wir selber durch Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel uns wohl durchaus schützen. Und hier nochmal anders dargestellt, außer den Vitamin E, Alpha-Tocopherol oder Vitamin C, Resveratrol aus der Traube oder Traubenkern zum Beispiel, gibt es auch noch Grüntee, Grüntee-Extrakte, Katechine, die alle, und wie Sie hier sehen, durch ihre Doppelbindungen, überall sind hier Doppelbindungen, diese freien Radikale, Sauerstoffradikale abfangen können und die Zelle schützen. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es zu einer Lipidperoxidation, also das heißt, die Zellmembran, die ja aus Fettschicht besteht, geht kaputt, wird oxidiert und es entstehen Entzündungen, die Haut altert und es kommt zum programmierten Zelltod. Hier wollte ich nochmal aufführen, der oxidative Stress bedingt eben auch bestimmte Coenzyme beziehungsweise Mineralien, in dem Fall haben wir das zweiwertige Zink und Kupfer, sowie Mangan, einmal im mitochondrialen Bereich, aber auch im Zytosol, also im Zellplasma. Diese Mineralien sind wichtig, damit ein freies Radikal, welches hier beginnt, mit einem Sauerstoffradikal zu Wasserstoffperoxid umgewandelt wird, über die sogenannte Superoxidismutase abgebaut werden kann. Und auch durch die Chlorationperoxidase eben in Wasser umgewandelt werden kann. Das sollte normalerweise hier passieren. Und Sie sehen, neben dem Zink, Kupfer und Mangan brauchen wir zum Beispiel auch Selen, weil Selen im Grunde auch ein Bestandteil dieses Enzyms Chlorationperoxidase ist. Wenn wir das nämlich nicht vorhanden haben, also zu wenig, dann geht der Körper den nächsten Weg. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Beziehungsweise der nächste Weg ist falsch gesagt, dann gibt es nur den Weg des Hydroxylions, dieses hier, OH. Und das wiederum baut sich dann um eben in diese verschiedenen freien Radikalspezies, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte. So, das heißt, wenn der Körper normalerweise gesund ist, dann baut er in seinen Melanozyten, nämlich hier unten in der fünften, hier unten in der fünften Schicht, in der sogenannten Keimzellschicht, baut er Melanin. Und dieses Melanin gibt er seinen Nachbarzellen bis nach oben hin ab. Das heißt, hier bräunt er sich langsam und schützt sich quasi wie so ein Schutzschild gegen die UV-Strahlung. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es eben zu einer sonnenverbrannten Haut. Und wichtig ist, dass man auch versteht, dass bereits eine Hautrötung schon eine Verbrennung des ersten Grades ist. Und eine Blasenbildung bereits Verbrennung des zweiten Grades bedeutet. Und ein schwerer Sonnenbrand, der mit Blasenbildung einhergeht, der dauert Wochen, bis das wieder einigermaßen regeneriert ist und tut sackrisch weh, kann ich also nicht empfehlen. Also wie kann ich einen Sonnenbrand tatsächlich vermeiden? Eben, nur so lange, wie mein Hauttyp entsprechend mir die Schutzzeit vorgibt, das jetzt ein paar Minuten nur sind oder vielleicht 15 Minuten bedeutet. Wichtig ist, dass wir eine Eigenschutzzeit haben, die einfach einmal pro Tag gilt. Also ich kann jetzt sagen, ich bin jetzt 15 Minuten in der Sonne gewesen und dann kann ich nach einer halben Stunde wieder 15 Minuten und wieder 15 Minuten und wieder 15 Minuten. Je nach Hauttyp bin ich dann schon längst verbrannt, ja. Also das muss man auch mit berücksichtigen. Natürlich kann man die Eigenschutzzeit durch Sonnencremes verlängern. Ich gehe jetzt nicht hier in diesem Webinar auf Sonnencremes ein, das ist ein eigenes Thema für sich.
kann nur so viel sagen, ich bin von Sonnencremes ganz weggekommen, also weil die unfassbar viele Nebenwirkungen haben und weil die auch gefunden worden sind im Blut, also die Bestandteile der Sonnencremes im Blut, die zum Beispiel auch hormonähnliche Substanzen beinhalten, die den ganzen Körper eigentlich durcheinander bringen und auch schädigen können und sogar auch Krebs verursachen können. Also das ist ein eigenes Thema für sich. Ich bin immer noch Verfechter von Schutz durch Kleidung und Schatten. Wichtig hier, ganz kurzer Hinweis, es gibt bei jeder Wettervorhersage auch einen UV-Index, den man sich abrufen kann online und der Ihnen dann sagt, je nach Hauttyp, wie hoch ist momentan schon die Sonneneinstrahlung an dem Ort, wo ich mich gerade befinde. Dann natürlich Sonnenstudios auf jeden Fall meiden. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt hier bereits, die Beta-Carotine 3 Monate vor meinem Sommerurlaub am besten einnehmen. Weil die brauchen so lange, um sich in die Hautschicht einlagern zu können, um dann praktisch wie so ein Spiegel die Sonnenstrahlen wieder zurück zu reflektieren. Beziehungsweise essen Sie einfach täglich Gemüse und Obst, dann haben Sie das alljährlich nonstop vorhanden. Aber natürlich, wenn jemand sehr viel mehr braucht, aus den bereits erklärten Gründen, dann ist es sinnvoll, auch Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Denn die Haut vergisst wirklich nichts. Und UV-Licht kann auch ohne Sonnenbrand zu einer starken Hautalterung führen, beziehungsweise auch Faltenbildung führen. Die Sonne macht das Kollagen und das Elastin, welches Feuchtigkeit hält und auch Stützgewebe ausbaut, kaputt. Und damit treibt es die Hautalterung voran. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das Hautkrebsrisiko nimmt mit jedem Sonnenbrand dramatisch zu. Aus besagtem oxidativen Stress, den ich Ihnen gerade vorhin erklärt habe, der macht nämlich unter anderem auch die DNA unserer Zelle kaputt. Und wenn das Immunsystem diese Reparatur nicht ausreichend zur Verfügung stellen kann, dass diese DNA-Schäden noch repariert werden können, dann kann irgendwann auch Hautkrebs entstehen. Und hier ist ganz wichtig, insbesondere kurzfristige, intensive UV-Strahlung, insbesondere die UVB-Strahlung, die wir gelernt haben, erhöht das Risiko schon in den ersten 20 Lebensjahren für das maligne Melanom, also den schwarzen Hautkrebs. Und allein in Deutschland haben wir pro Jahr 270.000 Hautkrebserkrankungen mit weltweit stärkeren Zuwachsraten als alle anderen Krebserkrankungen. Und wenn Sie wissen, dass Hautkrebs eigentlich eine der tödlichsten Krebserkrankungen ist, was es wirklich ist, dann verstehen Sie, warum ich hier so dringend darauf plädiere, dass man sich schützt vor der Sonne. Insbesondere auch im Alter, im hohen Alter, bekommt mittlerweile jeder siebte Mann und jede neunte Frau in Deutschland einen Hautkrebs. Und zwar sowohl den hellen, also das Basalzellkarzinom zum Beispiel, als auch den schwarzen Hautkrebs. Und die Verdopplung dieser Inzidenz ist bereits alle 10 bis 15 Jahre festgestellt worden, insbesondere für das maligne Melanom. Ja? Und diese Inzidenz nimmt tatsächlich zu für alle 10 bis 15 Jahre. Die Mortalität liegt bei 3.000 pro Jahr und insbesondere immer mehr jüngere Menschen, insbesondere Frauen, erkranken daran. Das ist jetzt alles auf Deutschland bezogen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in Österreich sehr ähnlich ausschaut. Was können wir also tun als Hautkrebsvorsorge? Insbesondere in der Kindheit schon darauf achten, dass die Kinder wirklich geschützt sind, denn heutige Sonnenbrände tatsächlich erhöhen das Risiko für ein malignes Melanom um das 2- bis 3-fache. Und die meisten Hautkrebserkrankungen sind bis zu 100% heilbar. Ich selber habe früher für eine Firma mal eine Creme gelauncht, die tatsächlich heute auch sehr erfolgreich eingesetzt wird. Das ist insbesondere beim Basalzellkarzinom oder aktinische Keratose, wo man über eine Creme sehr gut das geschädigte Gewebe abdeckt. Dann kommt ein kalter Laser drauf und dann wird nur genau in dem Bereich, wo sich diese Inhaltsstoffe der Creme in den Zellen abgelagert hat, dort wird praktisch diese kaputte Zellstruktur
resorbiert dann und abgebaut. Und dann muss man also überhaupt nicht mehr operativ davor gehen. Anders natürlich beim malignen Melanom. Das heißt, die beste Prävention ist wirklich, gehen Sie nur in die Sonne kurzfristig, Ihrem Hauttyp entsprechend, schützen Sie Ihre Sonneneinstrahlung über Sonnenbrille, schützen Sie sich mit einem großen, langen Hut, Balken oder am besten bis zum Nacken nach unten gehen. Und wenn Sie überhaupt Sonnencreme verwenden, dann verwenden Sie einen Sonnencreme-Bereich mit Zinkoxid als mechanisches, mechanischen Schutz. Kein Titandioxid nehmen, sondern wenn überhaupt zinkhaltige Sonnencreme. Meiden Sie künstliche Bestrahlung und wenn Sie mal einen Leberfleck haben, lassen Sie den unbedingt analysieren und regelmäßig überprüfen. Und hier schon mal der Hinweis, ernähren Sie sich stark mediterran, das heißt mit ganz viel Gemüse, mit gutem Olivenöl, mit gutem Omega-3-Öl und insbesondere durch Mikronährstoffe, die Sie noch zufügen. Denn Mikronährstoffe als Sonnenschutz sind nicht zu verachten. Wenn Sie sich also jetzt nicht sicher sind, ob Sie einen guten Antioxidantienstatus haben, dann können Sie dies tatsächlich auch im Labor über einen Gesamtantioxidantienstatus überprüfen lassen. Insbesondere, wenn Sie schon einem älteren Semester zugehören, denn mit dem Alter nimmt unser natürlicher Hautschutz nämlich ab. Wie viele andere Dinge natürlich auch. Was hat sich nun besonders gut gegen diesen sogenannten oxidativen Stress durch die UV-Strahlung bewährt? Nun, da haben wir auf jeden Fall die wichtigsten Antioxidantien wie Vitamin C, E, natürlich auch Selen, die in der Kombination bedingen sich gegenseitig in ihrem gegenseitigen Schutz. Der eine bringt die Elektronen zum anderen und so weiter. Andererseits wirkt aber auch Vitamin C auf Entzündungserscheinungen durch Sonneneinstrahlung, senkt den Histaminspiegel. Übrigens auch Kalzium, da komme ich nachher gleich noch drauf. Also diese Kombination ist wunderbar, wenn man dazu neigt, durch die Sonne irgendwelche Entzündungserscheinungen zu haben oder auch so Pusteln zu bekommen, dann wirkt hier sehr gut Vitamin C und Kalzium. Immer eine Kombination mit Vitamin E, am besten auch noch mit Selen, denn Selen, haben wir ja vorhin gelernt, ist wichtig bei dem Abbau von freien Radikalen. Es ist nämlich ein Bestandteil der Glutathionperoxidase und verhindert das entsprechend Schäden auf zellulärer Ebene, aber auch subzellulärer Ebene. Dann haben wir die ganze Gruppe der Carotinoide. Und Sie sehen hier schon mal einen ganz wichtigen Bereich, den Sie sich täglich zufügen können, nämlich in Form von Karottensaft oder auch Süßkartoffeln oder auch Tomaten. Alles, was bunt ist, Paprika, alles, was bunt ist, hat im Grunde Carotinoide. Die wirken antioxidativ, die blocken wirklich die UV-Strahlung regelrecht ab und entsprechend, wie sich die Zelle nämlich gegen UV-Strahlung schützt, das macht sie nämlich genau aus dem Grund, dass sie Carotinoide bildet gegen zu viel UV-Strahlung. So können wir uns auch schützen, indem wir diese Carotine aufnehmen und in unsere Hautschicht einlagern. Es gibt tatsächlich heute auch in Apotheken solche Carotinoid-Antioxidantien-Messgeräte. Die finde ich wunderbar. Wahrscheinlich haben Sie die auch schon gesehen. Da brauchen Sie nur die Hand auflegen und in einem kurzen Moment warten. Und dann wird Ihnen der sogenannte ORAC-Wert, Oxygen Radical Association Coefficients, ausgespuckt und dann wissen Sie, ob Sie da eventuell unterversorgt sind oder auch nicht. Dann ein wichtiger Aspekt sind auch die sekundären Pflanzenstoffe. Dazu gehören alle Polyphenoltypen, die also insbesondere sich in Randschichten von dem Gemüse oder von Obst finden, aber auch zum Beispiel Traubenkernschale oder auch Resveratrol. Das gehört alles dazu. Hier habe ich Ihnen nur zwei Beispiele mal aufgeführt. Das Grünkohl an sich, was es jetzt schon wieder frisch gibt auf dem Markt, hat sehr viel davon, ebenso auch die ganzen bunten Beeren. Also das wichtigste Antioxidant ist eigentlich das Vitamin E, oder eines der wichtigsten, würde ich mal sagen, weil das wiederum in Kombination mit C, Vitamin C und Selen als beste Waffe gegen freie Radikale wirkt. Das stabilisiert insbesondere auch die Sehkraft, also geht immer auf die Biomembran, die es schützt.
Es schützt immer die ungesättigten Fettsäuren unserer Biomembran innerhalb und um die Zelle herum, stärkt das Immunsystem, hemmt Entzündungsprozesse und jetzt ganz wichtig, ein Schutz für das Auge, ja, und natürlich auch für die Haut. Und Vitamin E können Sie wunderbar in Kapselform einnehmen. Bitte hier immer auch erstmal noch messen lassen. Alles, was ich hier sage, ist immer natürlich unter Vorbehalt, dass Sie sich im Vorfeld mit Ihrem Arzt absprechen, wie gut Ihre Antioxidantenstatus momentan aussieht und ob Sie da Supplementation benötigen. Sie können es aber auch sehr gut durch Weizenkeimöl zu sich nehmen oder durch Nüsse und viele andere Nahrungsmittel durchaus. Dann haben, wie gesagt, ein wichtiger Familienbereich ist der Bereich der Carotinoide. Die sind sehr wichtig bezüglich als Schutzschild gegen die UV-Strahlung. Sie wirken antioxidativ und entsprechend auch entzündungshemmend. Und wir haben hier ein wunderbares, jetzt muss ich sagen, ich nehme das selber auch, Präparat, wo also verschiedenste Carotinoide, insbesondere eines der stärksten Antioxidantien, die wir eigentlich kennen aus der Natur, das ist das Astaxanthin aus der Rotalge, aber auch das Lycopin aus der Tomate zum Beispiel oder das Zeaxanthin aus dem Mais und so weiter. Wir haben hier also eine Kombination aus verschiedensten Beta-Carotinoiden und noch anderen Inhaltsstoffen, die hier wunderbar als Antioxidanz-Schutzschild wirken. Und die können sich natürlich zusätzlich bitte immer noch mit wunderbarem, guten Gemüse und Obst versorgen. Also ich sage immer zusätzlich, weil auch Nahrungsergänzungsmittel wirken immer nur bedingt. In der Kombination mit Nahrung an sich ist es immer noch am besten. Und hier noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie das mit Öl zu sich nehmen, am besten Omega-3-Öl und Leinöl und ein bisschen Olivenöl in der Kombination 1-1-1, dann werden die auch noch besser im Körper aufgenommen. Und hier nochmal der Hinweis, also wenn Sie wissen, Sie gehen jetzt zum Beispiel, was weiß ich, nach Südamerika in den nächsten Monaten dann, und Sie haben vielleicht zu wenig davon gegessen bislang, dann müssen Sie dringend das auffüllen und auch dann vor Ort weiternehmen. Das haben wir schon gesagt, 12 Wochen mindestens, damit die sich auch in der Hautschicht anreichern können. Wir haben ein ganz wichtiges Beta-Carotinoid, das ist das Beta-Carotin, die Vorstufe von Vitamin A, das wiederum auch wichtig ist für die Wirkweise des Vitamin Ds. Und wir haben hier tatsächlich auch in der Bevölkerung eine Unterversorgung an sich schon vorliegen, ganz natürlicherweise, weil die Leute einfach zu wenig Obst und Gemüse einnehmen und entsprechend wäre es einfach wichtig, dass man das hier mit auffüllt. Man muss aber auch hier berücksichtigen, deswegen sage ich immer, auch bitte testen, wenn man zu viel Vitamin A zu sich nimmt, dann kann das wiederum auch Vitamin D in seiner Funktion beeinträchtigen. Vitamin A ist auch ganz wichtig zu überprüfen bei Schwangeren, die sollen da sehr, sehr vorsichtig sein. Also die dürfen zum Beispiel nur einmal im Monat ein Stück Leber essen, welches ja Vitamin A-haltig ist. Auch hier ist noch wichtig zu sagen, dass man kein synthetisches Vitamin A verwendet, das nennt sich auch Retinol, sondern wirklich das natürliche Beta-Carotin. Synthetisches Beta-Carotin sollte eben gemieden werden, weil sich hier Unterschiede ergeben in der Wirkweise und die eben nicht wirksam ist. Ja, weil wir haben hier ein synthetisches Trans versus einen Cis, also das ist die Stellung der Doppelbindungen und darin unterscheidet sich, ob das Beta-Carotin eben wirksam ist oder nicht. Und die Kombination von Vitamin A, beziehungsweise Beta-Carotin als Vorstufe, ist mit Selen und Vitamin E durchaus sinnvoller. Da haben sich Studienergebnisse eigentlich mehrfach darin geäußert, dass das tatsächlich viel sinnvoller ist und dass es überhaupt wirkt, wenn es in der Kombination mit Vitamin E und Selen gegeben wird. Einfach darin schon bedingt, dass die Hautrötung und die Anzahl nicht geschädigter Zellen in Studien abgenommen hat. Also nochmal hier, Kombination von Antioxidantien und Beta-Carotinen sind der beste Schutz gegen UV-Schädigung.
Dann haben wir gesagt, wir haben einen besonderen Bereich der Beta-Carotine, die sehr, sehr wirksam sind. Ich wollte hier einfach nochmal welche aufführen. Wir haben das Augenlutein ja vorhin schon mal erwähnt. Lycopin können Sie natürlich auch durch Tomaten, Tomatenkonzentrat insbesondere, zu sich nehmen in Form von Tomatensoße, die Sie lange köcheln lassen, weil dann konzentrieren Sie tatsächlich den Tomatenextrakt. Umso mehr haben Sie dann auch Lycopin drin. Dann haben wir gesagt, das Astaxanthin, der Rotalge, das ist eigentlich wirklich eines der stärksten Antioxidantien der Natur. Das finden wir auch hier in einem wunderbaren Produkt, wo noch viele verschiedene andere Antioxidantien mit dabei sind. Dieses Astaxanthin ist ganz interessant, nutzt nämlich die Rotalge, wenn dort, wo sie lebt, es zu einer Austrocknung kommt. Das heißt, sie trocknet regelrecht aus und dann kann die Sonne ja total die Rotalge treffen und sie eigentlich verbrennen, bis dann wieder Wasser kommt. Also je nachdem, welche Regenzeit und wo die halt sich gerade befindet, ist es tatsächlich ein Gang und Gäbe, dass Algen auch austrocknen können. Oder zum Beispiel auch Ebbe und Flut, ne? Da passiert es ja auch schon. Das heißt, die Rotalge hat ganz, ganz viel von diesem Antioxidanz in ihren Zellen. Und natürlich, Lebewesen, die Rotalgen fressen, haben entsprechend auch Antioxidantien in Form von Astaxanthin drin. Ja, also zum Beispiel auch der Lachs. Es hilft tatsächlich, dieses Astaxanthin zu sich zu nehmen. Es reduziert nämlich unter anderem auch schon Altersflecken und Sommersprossen, die durch Sonneneinstrahlung die Hautalterung vorweggenommen haben. Und es verbessert die Sehkraft. Es erhöht zusätzlich die Feuchtigkeit in der Haut und hilft so natürlich auch Faltenbildung vor. Und es lindert ganz besonders auch Entzündung, wenn Sie schon mal Sonnenbrand haben. Das heißt, durch den Einbau von Carotin, in dem Fall Beta-Carotinoiden und Astaxanthin, haben Sie wieder einen mechanischen Schutzschild gegen UV-Strahlung. Und ähnlich wirkt das Lutein und Zeaxanthin hinten im Auge, in dem sogenannten gelben Fleck, dem Ort des schärfsten Sehens. Und hier konnte man zum Beispiel auch in Studien zeigen, dass nach 4 bis 8 Wochen eine deutlich weniger lichtempfindliche Haut getestet worden war, nachdem die Teilnehmer eine Kombination aus Lutein, Zeaxanthin, Vitamin D3, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren eingenommen hatten. Insbesondere ist auch die Aufnahme durch Piperin aus dem schwarzen Pfeffer hier erhöht. Und bis zu 60% höhere Menge an Beta-Carotin konnte man nämlich dann schließlich nach 8 Wochen da messen. Und wir haben hier auch tatsächlich Piperin mit beigefügt. Ein kleiner Ausflug zu den B-Vitaminen oder im Grunde einem Bestandteil der Folsäure, was eigentlich selber kein B-Vitamin ist. Das ist die Aminobenzoesäure, auch PABA genannt, was wir hier in Form von Folsäure haben. Dieses ist ein sehr wertvoller Bestandteil, der sich auch wiederum in den Hautzellen einlagert und da auch wieder als mechanischer Schutzschild gegen UV-Strahlung hilft. Dementsprechend kann es alle Prozesse abbremsen, die Faltenbildung reduzieren. Und insbesondere auch, und das fand ich mal ganz interessant, auch die Ergrauung des Haares hemmen. Und hier wird empfohlen, zwischen 50 Milligramm und 2 Gramm zu nehmen. Insbesondere auch, wenn man Vitiligo hat, das ist die Weißfleckerkrankung, das ist eine genetische Störung der Melanin. Transportproteine und dementsprechend haben diese Menschen, ich unter anderem auch, tatsächlich hier keinen Einbau von Melanin und diese Haut verbrennt sofort, weil die hat keinerlei Schutz. Also hier vielleicht an dem Punkt auch gesagt, bei Menschen, die unter Vitiligo leiden, und das nimmt tatsächlich auch immer mehr zu, das ist eine Autoimmunerkrankung, die auch gerne mal mit Multiple Sklerose vergesellschaftet ist, da muss man wirklich Sonnenschutz durch Kleidung, und zwar dichte Kleidung, machen. Da hilft es nicht großartig, da Sonnencremes draufzulegen, weil es wird sich da nichts bräunen. Weil wo kein Melanin ist, kann sich auch nichts bräunen. Oder wo keine Melanozyten sind,
kann kein Melanin gebildet werden, also kann sich auch nichts bräunen, es kann sich nur verbrennen, diese Hautbereiche. Dann haben wir gesagt, die Polyphenole, das sind ja auch ganz wichtige, sag jetzt mal, antioxidative Substanzen, die wir in jedem Gemüse, Obst, Weintrauben und so weiter finden. Und da möchte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass die nämlich zum Beispiel auch die Bildung von Kollagen, welches wichtig ist, um Feuchtigkeit in der Haut zu halten, anregen. Und dementsprechend fangen sie auch einen UV-Bereich ab, weil wenn die Haut gut durchfeuchtet ist, das können sie natürlich auch durch, unter anderem durch Cremes, die kollagenhaltig und hyaluronhaltig sind. Und ich zeige Ihnen nachher unsere neue Bio-Creme-Reihe noch unterstützen, einerseits oral, aber andererseits auch dermal, dann schützen sie eben entsprechend sich umso mehr gegen UV-Strahlung. Denn Kollagen ist ein Struktureiweiß, das der Haut Festigkeit und Spannkraft gibt. Ich habe hier noch den Ginkgo Biloba-Baum aufgeführt. Ich habe noch Grüntee, Trauben und die Kiefernrinde aufgeführt, einfach um Ihnen noch ein paar Informationen zu geben, wo Sie sonst noch auch Polyphenole einnehmen können, zum Beispiel durch tägliches Grüntee trinken oder auch durch Traubenkernöl oder Trauben an sich, insbesondere die roten Trauben, da aber wirklich die Haut und auch die Kerne essen, da finden Sie nämlich diese ganzen Polyphenole mit drin. Und zu den Polyphenolen können auch unter anderem die OPCs, also die oligomeren Procyanidine, und da ist wieder der Bereich Resveratrol zu erwähnen, den Sie bestimmt schon gehört haben. Der hemmt tatsächlich die Hautalterung, der reguliert tatsächlich auch Entzündungsmediatoren und ersetzt Reparaturmechanismen in Gang. Also es ist ganz wichtig, auch nach der Schädigung hier auch die Reparaturmechanismen anzuregen, damit eventuelle DNA-Schädigung ausgemerzt werden kann und kein Krebs entstehen kann. Man konnte hier zum Beispiel in Mäuseversuchen zeigen, dass ein dermal aufgebrachter Traubenextrakt bereits gegen UV-Schäden hilft. Also auch selbst, das nehme ich übrigens als einziges, das ist wirklich ein sehr gutes Olivenöl, weil es hat auch schon einen eigenen Lichtschutzfaktor. Ich glaube so um die 8. Da sind eben Polyphenole, diese OPCs mit drinnen. Und das wirkt schon mal als natürlicher Sonnenschutz. Und es hat diese OPCs, weil sie eben Reparaturmechanismen in Gang setzen, tatsächlich auch eine vorbeugende Wirkung gegen Hautkrebs. Und in der Kombination, da haben wir sie wieder, die Kombination mit Antioxidantien, wirken die OPCs noch besser. Hier möchte ich Ihnen noch eins zeigen, das ist das OPC mit Resveratrol-Komplex. Da haben wir eben einen besonderen Schutz, weil hochdosiert bezüglich der Hautalterung und bezüglich der Radikalhemmung durch UV-Strahlung. Ja, und ich habe hier auch noch die B-Vitamine kurz mit erwähnt. Man weiß mittlerweile auch durch Studien, dass die Folsäure, aber auch das B6 und das B12 in der Kombination mit Antioxidantien und der Kombination von OPC eigentlich einen wunderbaren Schutz ausüben. Jetzt haben wir noch ein ganz wichtiges, Hormon, muss ich ja schon nennen, das ist das Vitamin D3. Und hier nochmal zur Erinnerung, das wird nur Ende März bis Mitte Oktober, ich hätte Mitte September gesagt, also doch Mitte Oktober, habe ich vergessen, produziert, also gut, je nachdem, wo man gerade sich, in welchem Breitengrad man befindet. Und ich gehe hier wirklich auf das, was internationale Experten sagen, nämlich optimal sollten wir versorgt sein mit 30 Nanogramm pro Milliliter beziehungsweise 75 Nanomol pro Liter. Weil, wie Sie hier sehen, Vitamin D3 antioxidative Prozesse unterstützt und Entzündungen hemmt, antientzündlich wirkt und sich eben insbesondere auf die Haut und auf die Haare auswirkt. Und wie wirkt es besonders auf die Haut aus? Ganz spannend, eine ganz neue Studie von 2020. Insbesondere die Relevanz wurde hier untersucht von Vitamin D auf die Entwicklung des schwarzen Hautkrebs, also des malignen Melanoms und auf die, wie sich das weiterentwickelt und vor allem, wie man es auch therapieren kann.
durch Vitamin D3. Und da möchte ich Ihnen einfach nur kurz diesen Hinweis geben, Vitamin D3 und auch Vitamin D3-Derivate, das heißt die natürlichen, die in dieser Abfolge da entstehen, haben antikarzinogene Eigenschaften und hemmen das Fortschreiten von Melanomzellen, beziehungsweise der Fortschreitung, hemmen die Fortschreitung von bereits mutierten Zellen. Und experimentelle Daten haben mir klar gezeigt, dass Vitamin D gegen Melanome wirkt. Ja? Und ich finde das eine sehr, sehr, sehr gute Aussage dahingehend, weil wir uns nochmal klar sein müssen, wir müssen in die Sonne gehen, und zwar ohne Sonnencreme und ohne Sonnenschutz, zwischen 11 und 15 Uhr in unseren mittleren Breitengraden. Je nach Hauttyp wenige Minuten, bis zu vielleicht eine Viertelstunde, oberkörperfrei, damit wir genau diesen antikarzinogenen Effekt haben. Und hier nochmal ganz wunderbar dargestellt, warum wirkt tatsächlich das aktivierte Vitamin D3? Es hemmt tatsächlich die Proliferation von mutagenen Zellen. Es macht die DNA-Reparatur voran, also schickt sie nach oben. Die antioxidative Kapazität, Sie erinnern sich an die endogene First-Line-Kapazität des Körpers, wird hochgefahren. Das heißt, die Reparaturmechanismen werden hochgefahren, die Entzündung wird abgesenkt. Der oxidative Stress wird dadurch auch verhindert oder beziehungsweise verringert. Und noch viele andere Dinge. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wenn wir hier keine Entstehung von dem aktivierten Vitamin D produzieren können, entweder durch die Sonne oder auch durch besondere Nahrungsergänzungsmittel oder auch Nahrungsmittel, wobei durch die Nahrungsmittel kriegen wir viel zu wenig Vitamin D3, das haben wir hier gleich erwähnt, dann haben wir tatsächlich hier eine erhöhte ROS, also Radikalentwicklung, die Interleukine gehen hoch, Interferone gehen hoch, wir haben das Immunsystem herabsetzen und so weiter und so fort und natürlich DNA geht kaputt. Und im Melanom kann sich ausbilden. Und damit das Vitamin D3 sehr gut wirkt, brauchen wir auch hier wieder bestimmte Kofaktoren. Die kennen Sie vielleicht schon. Und das ist ganz wichtig erwähnt. Viele von uns sind insuffizient versorgt mit Magnesium. Viele von uns haben zu wenig Zink, viel zu wenig Vitamin A. Habe ich ja vorhin schon gesagt, genauso Vitamin K2. Phosphor kommt durch verschiedene Käseprodukte da. Ich denke mal, sind wir nicht so wenig versorgt, aber auch Kalzium. Das heißt, wenn wir uns nochmal den Sonnenschutz in Form von Mikronährstoffen anschauen, dann sollte der immer aus einem guten Vitamin-B-Komplex bestehen. Hier erinnere ich nochmal an das PAVA, ja? Folsäure-Vorstufe oder Folsäure-Bestandteil. Dann Vitamin A, immer nach Rücksprache, auch mit dem Arzt, zum guten Vitamin D3-Produkt, sofern sie nicht schon genug in die Sonne gehen und es schon gut aufgefüllt ist, weil Vitamin D3 hält maximal 3 bis 4 Wochen in der Haut, das selbst synthetisierte. Und natürlich die Antioxidantien Vitamin C, Vitamin E, sowie die verschiedenen Beta-Carotinoide in Form von Luteinen, Lycopinen, Astaxanthinen. Und das Selen natürlich, das finden Sie in einigen dieser Produkte mit dabei, insbesondere hier, glaube ich, in diesen beiden. Und sonst können Sie es noch zusätzlich nehmen, aber auch hier mal mit Rücksprache des Arztes. Und hier wollte ich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, es gibt tatsächlich auch immer mehr Kinder, die gegen Sonne mit Allergien leider Gottes einhergehen, also beziehungsweise Sonnenallergien bekommen. Man kennt es auch als Mallorca-Akne, ja, ist aber nichts anderes, als dass hier zu viel Histamin ausgeschüttet wird durch die Sonneneinstrahlung und es zu Quaddelbildung kommt. Und man weiß mittlerweile, dass Kalzium da sehr gut wirkt. Hier ist nochmal eine Zusammenstellung der neuen Hautcreme-Serie, die tatsächlich Hyaluron beinhaltet. Hyaluron ist ein sehr wichtiges Molekül, welches Feuchtigkeit absorbiert und hält.
Und entsprechend auch hier mit Aloe Vera vergesellschaftet sehr gut die Auffeuchtung der Haut bewirkt und eine Hautaustrocknung und Hautalterung entgegenwirken kann. Zusammenfassung, ganz kurz nochmal gesagt, Mikronährstoffe tatsächlich können eine herkömmliche Sonnenschutzmaßnahme, also Kleidung, Hut, Sonnenbrille und ein Sonnenbad meiden in der schlimmsten Zeit, sage ich jetzt mal, unterstützen. Aber sie können es nicht ersetzen, das ist ganz wichtig. Vitamin E und Vitamin C als Antioxidantien können auf jeden Fall die Lichtempfindlichkeit der Haut senken. Da gehört aber auch das PAVA aus, also in dem Vitamin B-Komplex, der Folsäure dazu. Wir wissen, dass die Carotinoide und Polyphenole den oxidativen Stress verringern können. Immer in Kombination mit den Antioxidantien am sinnvollsten verabreicht und entsprechend gegen UV-Schäden vorbeugen und Entzündungsreaktionen eindämmen können. Sie wirken ebenso einer vorzeitigen Hautalterung entgegen und dem Feuchtigkeitsverlust. Und wie gesagt, Calcium und Vitamin C, auch gerne in Kombination, verhindern oder hemmen zumindest eine Histaminausschüttung und Quaddelbildung, sogenannte Sonnenallergie. Fazit: Eine vorzeitige Carotinoideinnahme von mindestens 3 Monaten schützt auf jeden Fall als mechanisches Schutzschild vor zu starker Sonnenexposition. Aber nicht dahingehend, dass man jetzt nur noch Mineralien einnimmt bzw. Carotine einnimmt und dann denkt man, man müsste sich nicht mehr vor der Sonne schützen. Das auf keinen Fall, haben wir ja gelernt. Auf jeden Fall ist es einfach nur ein Zusatz. Die Kombination von Antioxidantien ist natürlich anzustreben, immer im Zusammenhang mit Beta-Carotin und oder OPC-Polyphenolen. Das können Sie durch die Nahrung noch verstärken. Also mediterrane Kost, Nüsse, gute Öle, am besten jeden Tag einen Karotten, frisch gepressten Karotten, Gurken, Tomaten, Gemüsesaft, auch Spinat zum Beispiel hat da viel Polyphenol mit drin und das Ganze jeden Tag trinken, das hilft schon mal sehr gut und dann gegebenenfalls noch auffüllen. Ich habe hier noch mal ein paar wichtige Informationen zum Thema Sonnenschutz mit Sonnencremes. Das ist sehr lesenswert und ich finde auch sehr wichtig, dass Sie das lesen, insbesondere weil ich immer mehr Kinder sehe, die nur noch weiße Schicht um sich herum tragen. Und ich dann denke, um Gottes Willen, die armen Kinder können sich ja gar nicht wirklich entwickeln. Sie brauchen doch Sonne. Aber eben am besten schützen durch Kleidung. Dann haben wir hier einen ganz wichtigen Paper zum Thema UVB und Vitamin D. Und hier nochmal ganz wichtig, was Professor Spitz über Sonnenschutzmittel sagt. Und ein wichtiger Punkt ist dieses Buch, von dem ich auch viele Informationen rausgebracht habe, ist auch eine Biologin, die sich das wirklich zum Thema gemacht hat, wie kann ich mich gesund gegen Sonnenbrand sozusagen im Sommer, wie kann ich praktisch gesund und gebräunt bleiben, ohne Hautkrebs zu bekommen, und da gibt sie sehr viele schöne Hinweise. Ich habe hier noch mal einen kurzen Therapieansatz bei oxidativem Stress, also Stress durch UV-Strahlung, angelegt. Aber wie gesagt, bitte immer erst mit dem Arzt nachprüfen. Sie können Antioxidantienstatus machen und dann entsprechend schauen, was Sie benötigen. So, in diesem Zusammenhang, da hoffe ich, dass Sie jetzt alles gut verstanden haben. Wenn nicht, bin ich jetzt noch gerne für Ihre Fragen zur Verfügung. Jetzt weiß ich gar nicht, ob meine liebe Kollegin tatsächlich die Chat-Funktion jetzt einschalten kann, weil ich tatsächlich hier gerade keine sehe. Schauen wir einfach mal. Liebe Doreen, bis jetzt gibt es noch keine Fragen. Noch keine Fragen, aber ihr habt alle was gehört, oder? Nämlich nicht. Ja. Ich weiß ja nie, ob man hier tatsächlich dann was hört oder nicht. Also auf jeden Fall, ja gut, wenn keine weiteren Fragen da sind. Ich warte jetzt vielleicht mal noch eine Minute. Aber die Chatfunktion ist schon eingestellt, oder? Ja. Ist eingestellt. Warten wir sonst noch ein paar Minuten und dann starte die Umfrage sonst.
Also jetzt kommt hier eine Frage rein von der Frau Kremser. Frau Kremser, wenn ich die Sonne überhaupt nicht vertrage, soll ich da Kalzium nehmen oder was noch? Also das ist tatsächlich, wie ich Ihnen sagte oder wie ich allen Teilnehmern sagte, eine gute mediterrane Kost ist erstmal Basis. Mit Antioxidantien, mit Beta-Carotinen, mit Polyphenolen, OPC und so weiter. Wenn Sie die Sonne überhaupt nicht vertragen, können Sie tatsächlich hier mal Nahrungsergänzungsmittel ausprobieren, bitte mit Rücksprache des Arztes auf jeden Fall im Vorfeld. Und Sie können natürlich auch mal überprüfen, ob Sie genügend Vitamin D3 haben, ob Sie genügend Mineralien haben und entsprechend dann auffüllen müssen. Die Frage ist, warum glauben Sie, dass Sie die Sonne nicht vertragen? Vielleicht können Sie mir dazu noch mal kurz einen Satz schreiben. Wie äußert sich das, dass Sie die Sonne nicht vertragen? Also kriegen Sie da Allergien oder was wie äußert sich das bei Ihnen? Starke Allergien, Ausschlag. Ja, dann würde ich tatsächlich Vitamin C und kombiniert mit Kalzium mal probieren. Und auch mal die Ernährung überprüfen, ob Sie über die Ernährung tatsächlich genügend Kalzium aufnehmen. Und da tatsächlich mal über mehrere Wochen das einnehmen und schauen, ob sich das verbessert. Aber bitte, wie wir schon gelernt haben, durchaus auch mit anderen Vitaminen, Antioxidantien, Vitamin E, Vitamin D kombinieren. Und am besten auch noch mit der Ernährung ein bisschen verändern, dass Sie noch mehr Gemüse zu sich nehmen, wenn Sie das nicht eh schon tun. Ich hoffe, ich habe damit die Antwort gegeben. So, mal gucken, ob was kommt. Gut, dann möchte ich mich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie bekommen keinen Sonnenbrand und auch keine Errötung und können gut gewappnet mit dem Wissen, das Sie jetzt bekommen haben durch den Sommer. Und ich wünsche allen hiermit einen schönen Sommer, falls wir uns nicht mehr bis dahin hören. Bleiben Sie gesund und munter und nutzen Sie trotz allem die Sonne, je nach Ihrem Hauttyp. Vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich. Dankeschön. Dagmar. Vielen Dank, liebe Doreen. Schönen Abend wünsche ich Ihnen.